Ich sage auch ganz deutlich, nicht alles, aber ich shoppe hier und wir haben ein paar schöne kleine Geschäfte und die nutze ich auch und nutze das auch sehr gerne. Es ist ja ein Miteinander. Also man muss gut essen können, man muss eine gute Aufenthaltsqualität haben, man muss sicherlich auch ein Kulturprogramm haben. Ich nenne mal dann einfach eine Bücherei vor Ort oder wo man sich nett hinsetzen kann. Und diese Kombination wird es machen, und das müssen auch Innenstädte machen, um wirklich zu überleben. Auch die Händler müssen innovative Wege gehen. Dass man eine gute Beratung hat und auch Produkte eben über den digitalen Weg dann beschaffen kann, die aber eben vor Ort abgeholt werden können. Beste Beispiele sind zum Beispiel alle Buchhändler, die das, finde ich, exzellent machen. Ja, man kann sein Buch bestellen, die können ja nicht alles vorrätig haben, so viel Lagerhaltung haben die Geschäfte ja gar nicht. Aber wenn ich bestelle und am nächsten Morgen das hier in dem Geschäft abholen kann, finde ich das einen ganz tollen Service. Und ich glaube, in diese Richtung wird es auch noch mehr gehen. Und vor allem das Thema Beratung, das sehe ich wirklich hier als das große Plus, was einfach die Einzelhändler hier machen können.